Einen wunderschönen herzlich willkommen zurück zu Fallout 4 Fahrhaber. Wir haben in der letzten Folge so ein bisschen aufgeräumt. Ich habe ein bisschen Waffen abgegradet, zumindest eine habe ich primär abgegradet. Ich mache jetzt mal eine Schnellreise zum Cliff Edge Hotel, damit wir von dort zu den nächsten Quests laufen können. Ich habe jetzt eine kleine Waffe mit so knapp 80 Schaden. Das ist schon enorm. Und die ersetzte unsere alte, ich sag mal in Gänsefüßchen, eine Standardwaffe neben den Snipergewehren und den Pistolen. Hier, diese hier, die ist jetzt, wenn man sich die hier anguckt hier oben, das war die Attacke. Haben wir jetzt 82 Schaden und sie feuert ein zusätzliches Geschoss ab. Das ist ja die, die wir gefunden hatten. Und wir müssen jetzt in welche Richtung? In die falsche Richtung ist das. Wir müssen in diese Richtung. Und da ist auch irgendwas auf der Karte verzeichnet. Das schauen wir uns an. Ich bin gespannt, was wir hier... Da ist ein Schild. Und wir sind schon fast da, wo wir eigentlich nicht hin wollten, aber was wir hier auf der Karte gefunden haben. Nationalpark Besucherzentrum. Zumindest sind hier Nebelwerfer. Also hier diese Nebel entfernt. Fuck. Hier ist doch gar nichts los, aber trotzdem hier eine Mine als Begrüßung oder was? Framerate geht teilweise ganz schön in den Keller mit den ganzen Effekten. Ich weiß gar nicht, was das so ist. Aber es muss erst so richtig mit den letzten Patches gekommen sein. Oder aber ich muss ein paar Mods deaktivieren, die so ein paar grafische Schnickschnacks hier einbauen. Das kann sehr gut möglich sein. Will ich auch nicht abstreiten. Aber das ist nur wirklich manchmal. Geht es richtig runter in den Keller. Und das kenne ich stellenweise gar nicht in der Form. Oh, Nick ist überall, echt, ey. So, hier oben. Mit Ausguck. Oh, ist ja schick. Aber ist anscheinend wirklich nur eine Plattform zum... Gut, halt. Perfekt. Ah, du hast eine Ausgabe des Inselalmanach nachgefunden. Du hast für Laborstationen auf Schlacke basierende Rezepte freigeschaltet. Okay. Auf Schlacke basierende Rezepte. So, ich muss mal kurz gucken. Die Richtung stimmt. Wir werden hier wieder querfeld eingehen. Oh oh. Jetzt bin ich mal gespannt. Tja, wenn es nicht anders geht. Oh ja, macht mehr Schaden. Wow, wow, wow. Die macht gut Schaden, die Waffe jetzt. Was so ein bisschen... Oh, ja. Was so ein bisschen Waffen upgraden und einfach mal austauschen ausmachen kann, ja. So. Wo sind wir hier? Huch. Huch. Eins. Okay. Puh. Mutierter Farn. Da. Werkzeugkasten. Was wir auf alle Fälle brauchen, ist ganz viel Kleber. Das wär's. Also das ist
das Wichtigste auf der Tagesordnung zum Einsammeln von Krams, Kleber. Denn wir haben von allen Sachen wirklich viel, nur nicht vom Kleber, um eben halt Waffen-Upgrades zu machen. Das ist ein bisschen schade, wie ich finde. So. Ah. Oh. Sind sie kaputt. Schade. Tut mir leid. Das war nicht mit Absicht. Aber das zeigt auf alle Fälle ab und zu diese, ich weiß nicht, dass einige Gegner sind so übermäßig stark und andere sind dann nicht so richtig ausbalanciert, hat man das Gefühl. Hier hat man versucht, wen zu fangen, wie es scheint. Zum Beispiel Wölfe eben, also die haben ja richtig viele Schuss vertragen. Und auf der anderen Seite habe ich dann hier Gegner, die ich dann mit einem Schuss, probiere ich mal hier, mit einem Schuss, achso, wir hatten ja Meyerlurk Königensteak. Ich glaube, das können wir uns jetzt mal hier gönnen. So, und gleich sind wir da. Hier haben wir nämlich mit einem großen Vieh zu kämpfen. Denn hier wurde angekündigt, dass der Opa, Opa Dalton hat hier alles aufgehalten, damit die Angestellten und Mitarbeiter, wie auch immer, nach Hause flüchten konnten. Genau. Und da hinten sehe ich es schon. Level 51. Du spielst hier mit dem falschen. Wie viel hat er runter? Die Hälfte? Krieg. Ey, komm. Ich will laufen. Oh, Leute. Na. Wow. Die Viecher haben es aber echt in sich, ja. Ist ja krass. Okay, wir sind auch, ich glaube, haben wir schon Level 60? 51. Wir sind auch relativ stark. Also wir waren jetzt gleich ebenbürtig vom Level her. Oder? Doch, ne? Das sieht man jetzt leider nicht mehr, oder? Ne. Und ich denke mal, da geht das dann schon einigermaßen. Was haben wir hier? Eine kleine Werkstatt. Aha, Moment. Du kannst diese Werkstatt nicht benutzen, solange der Nebel da ist. Ich kann aber auch nicht bauen hier. Was haben wir hier? Einen schönen Strand haben wir hier. Oh oh. Okay, das war nix. Hier ist nochmal ein Ort. Oh, da gehen wir mal hier am Wasser lang. Irgendwie lösen wir hier immer Fallen aus. Verlassen sich zu viele Leute auf Gewalt als Problemlösung. Ja. Deswegen haben wir auch die Knarren immer aktiv hier. Weil Gewalt ist ja keine Lösung, ne? Zumindest ist hier nicht. Junger Schlinger. Oh. Ich glaube. Oh ja. Oh.
Scheiß die Wand an. Was war das denn? So, erstmal nochmal speichern. Voll geheilt. Ah. Treffen, treffen. Wow. Oh, Scheiße. Oh. Wow. Ein Benzinkanister haben die gefressen? Habt ihr einen Schatten oder was? Meine Fresse. Ein Angler. Oh oh. Okay, Stufe 15 sollte jetzt nicht so das Problem sein. Ja. Ja. Komm, hoch. Jawohl. Ja, ich glaube, der Torso ist das falsche Mittel. Was? So. Ich glaube, wir haben unsere neue Waffe gefunden, ne? Die könnte ja fast als Scharfschützengewehr herhalten, aber auch nur fast. So, wo sind wir hier? Ich habe keine Ahnung. Scheint aber eine Siedlung zu sein hier. Ozeanium. Oh. Ach nu. Hopp. Treffen, treffen. Verdammt. Moment, 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 Moment. Leguan am Stiel. In der Wand. Blau, solange du noch kannst. Genau. Komm her. Jo, und nochmal. Jo. Nee, da kommen wir nicht durch. Bleib stehen. Bleib stehen. Und bleib stehen. Bleib stehen. Und los. Dein Blut können wir riechen. Wo ist der andere hier? Der hier umgefallen ist. So, passt das? Ah, nicht daneben zielen. So. So, das sieht gut aus. Hallo, Dick. Schreibmaschine. Schreibtisch. Lifestyle-Magazin.
Hier war irgendwas mal. Ah, okay. Dann gucken wir mal hier in die Hütte rein. Auch ein bisschen erbärmlich hier. Was haben wir hier noch? Riesiger Einsiedlerkrebs. Level 21. Den gucken wir uns mal an. Was ist denn das? Hatten wir die schon mal? Ach. Ach, nee. Ach. Mit dem ganzen Auto. Ist ja geil. Ui. Der hat da aber einiges bei sich. Jo. Und die Kiste auch noch. Naja, okay. Da geht es tief abwärts. Mehr oder weniger. Da ist noch ein Schiff. So, wo sind wir denn jetzt eigentlich? Da. Dann sind wir schon auf dem richtigen Weg zur Gerberei. Das wollte ja die eine Dame... Ist das der Weg da? Nee. Das ist dann der Weg. Bei der Gerberei sollten ja die Handwerkswaren, also hier Quatsch, Handwerkswaren, die Werkzeuge besorgt werden. Und das ist natürlich dann von Vorteil, wenn wir hier gleich in der Nähe sind und diese mitnehmen können. Kommen wir hier so nicht rein. Das ist natürlich Jetzt hast du ein Problem. Ja. Okay, das ist Level 16. Eins, zwei, drei. Nimm das. Okay. So, also irgendwie sind unsere Sniper-Gewehre nicht mehr das, was sie mal früher waren. Habe ich das Gefühl. Aber ich glaube, das stelle ich jedes Mal wieder fest. So. Was haben wir hier? Ist ein Pier. Okay. Wenn du nicht auf einen grünen Tarnschaf bist, sollten wir uns beeilen. Ja. Keine Sorge. Okay. Denn in diesem Gebäude hier... Gucken uns erstmal hier noch um vorher. Was? Schwarzes Blutblatt? Nee. Denn in dem Gebäude, wo wir hier gleich dann... da müssen wir nämlich rein. Denn dort gibt es nämlich ein paar... Stimbacks. Da gibt es nämlich ein paar Werkzeuge zu holen. Also sprich von der... Okay. Dich können wir ausmachen. Seife brauchen wir nicht. Und, ja. Weg mit dir. Und. Das letzte Mal unterschätzt. Ein Plasma-Unterhebelgewehr. Wird ja immer besser. Was war das andere, was wir haben? Jetzt muss ich mal kurz gucken. 25% mehr Schaden. Und es macht doch Energieschaden dazu. Also, nehmen wir mit. Okay. Wir stehen, wie gesagt, jetzt vor der Fabrik.
ja, vor der Fabrik, wo wir dann in der nächsten Folge dann reingehen werden. Ich hoffe, ihr werdet uns dann, also Nick und mich, hier dann begleiten. Würde mich freuen. Ja, bis dahin. Euer Firefox.